So 24 Stunden schon verengert hat. Ich befinde mich doch im alten Hütteareal. Da war früher die Kokerei gewesen. Und ja, jetzt nähe Gartenmeter, der mal ja auch relativ gesprengt wird. Ich finde es zwar schade, dass er weg war. Ich denke, viele Mitbürger aus unserer Stadt denken wohl das Gleiche. Mein Vater der war lange im Eisenwerk tätig und er war am Hochofen bis zur Eisenwerkschließung und man hätte nie daran gedacht, dass man heute oder morgen der Gasometer wegkommt. Ich bedanke mich.
Das errichtete Bauwerk von 1970, der Gasometer, wird morgen oben gesprengt. Allerdings verschwindet natürlich wieder ein Stückschicht aus der Stadt Neunkirchen. Ja, das sieht man noch Rauchaufsteiger. Nun kann man noch mal machen. Weil das so sieht, wie alles durch so hoch zugrunde geht, das tut schon im Herzen weh. Und das hat sich da in der letzten Zeit viel verändert.